Ja, wunderschönen guten Abend und heiß ist der Abend auch noch. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie trotz des guten Wetters heute anwesend sind. Also hier in Ratingen sind es immer noch 32 Grad. Und ja, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader zum heutigen Webinar, zum zweiten Teil der Webinarreihe. Vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Das Thema heute wird sein, sind automatische Handelssysteme nur für die Verkäufer profitabel? Und ja, ich hoffe, Sie haben ein kühles Getränk und eventuell noch ein Eis und hören jetzt dem David gespannt zu. Ich werde es so machen, aber ohne Eis und ohne kühles Getränk. Und somit gebe ich jetzt auch an David weiter. David, wenn du soweit bist und mich hören kannst, dann übergebe ich den Monitor. Ja, sehr gerne. So. So, sollte man das sehen? Ja. Perfekt. Super. Dann auch von mir ein, Und viel ja, vielen Spaß Dank. noch. Ja, viel Spaß mit dem Eis. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass trotz des Wetters so viele dabei sind. Wir in Berlin haben es aktuell 29 Grad. Von daher freut es mich auf jeden Fall, dass so viele von Ihnen heute noch dabei sind, hoffentlich gemütlich und wie Nelson schon gesagt hatte, mit einem kühlen Getränk oder Eis dabei. Ich kann jetzt leider kein Eis essen, aber das werde ich mir wahrscheinlich dann einfach im Anschluss gönnen. Ja, also nochmal herzlich willkommen heute zum Webinar. Thema hatte Nelson ja schon gesagt. Der zweite Teil heute ist, sind automatische Handelssysteme nur für die Verkäufer profitabel? Eine Frage, die auf jeden Fall berechtigt ist, die man wahrscheinlich auch sehr oft mit Ja beantworten kann. Aber heute in dem Webinar möchte ich Ihnen einfach einen Einblick geben, eigentlich einen neutralen Einblick in das ganze Thema Handelssysteme, Verkauf von Handelssystemen. Möchte ein bisschen den großen Schwarzmarkt ansprechen, den wir haben. Und wahrscheinlich sind auch viele von Ihnen von Handelssystemen schon irgendwo, ich sag mal, verbrannt worden in dem Bereich. Und da möchte ich Ihnen heute einfach mal ein bisschen den Einblick geben in das ganze Thema. Was stimmt daran? Ist es wirklich so? Ist es nicht so? Wie sieht die Realität aus? Und wie können Sie dafür sorgen, dass Sie nicht nur die Verkäufer profitabel machen durch den Kauf von Systemen, sondern wie Sie auch selbst mit dem Kauf eines Systems halt Geld verdienen können? Starte ich einmal mal kurz die Präsentation. Damit Sie auch wissen, wir eigentlich hier an einer anderen Leitung oder an der anderen Seite des Webinars sitzt eine kurze Vorstellung von mir. Die einen oder anderen von Ihnen kennen mich vielleicht schon. Ich bin der David Warney, bin aktuell 26 Jahre alt und wohne, arbeite und lebe in Berlin, in der schönen, warmen Hauptstadt. Ja, ein bisschen zu meinem beruflichen Werdegang. Ich war, ja, seitdem ich arbeiten darf, sage ich mal, seitdem ich 15, 16 bin, habe ich in einer Vermögensverwaltung angefangen zu arbeiten, ursprünglich eigentlich mit einer Ausbildung zum Programmierer und habe dann aber so wahrscheinlich wie Sie alle Blut geleckt an dem Thema und habe mich total hereingefuchst und wollte immer mehr können und habe mich für mehr interessiert und war dann da auch ganze 9 Jahre lang angestellt an der Vermögensverwaltung. Am Ende habe ich nicht mehr die kleinen Dinge programmiert, sondern habe mich um die Strategieentwicklung gekümmert, habe dafür gesorgt, dass Teams größere Handelssysteme entwickeln und was alles noch drumherum anfällt, halt Verwaltung von historischen Daten, Auswertung von Strategien, Programmierung von Backtests und so weiter. Ende 2015 hatte ich dann genug. Und nach 9 Jahren hat man eigentlich so einigermaßen alles mitgenommen, was man so in Informationen, denke ich mal, mitnehmen kann. Und dann habe ich den Ausritt gewagt, habe dann aufgehört in der Vermögensverwaltung und dazu halt AlgoCamp gegründet. AlgoCamp kennen wahrscheinlich auch einige von Ihnen, vielleicht auch schon durch die Beschreibung des Webinars. AlgoCamp, ja, was es genau ist, kurz und knapp, kommen wir gleich auf der nächsten Folie nochmal dazu. Seitdem ich natürlich auch in der Vermögensverwaltung angefangen habe und weiß oder gesehen habe, dass man ja mit von zu Hause, vom Rechner aus Geld verdienen kann, habe ich natürlich auch sofort angefangen, mit 18 mein erstes Konto zu eröffnen und habe, ja, ich war so ein bisschen ein schwieriger Fall im Vergleich zu anderen.
mir hat es nicht gereicht, dass ich irgendwie ein, zwei Kunden gegen die Wand fahre, sondern ich musste das viel öfters lernen. Habe immer und überall gelesen und gehört, dass man nicht so viel Volumen handeln sollte, dass man nicht zocken sollte und so weiter. Wollte ich alles nicht glauben. Hat mich viel Geld gekostet, aber auch viel, viel daraus gelernt. Ja, und heute handle ich halt manuell und auch automatisiert an der Börse. Und bin neben der Geschäftsführertätigkeit bei AgroCamp halt auch noch als Referent auf der World of Trading und auch auf den IB Days inzwischen regelmäßig. Und so alle ein, zwei Monate bin ich auch in dem Traders Mag vertreten. In der Regel immer mit Artikeln zum Thema Algo-Trading, Handelssysteme, Handelsstrategien und so weiter. Kurz und knapp, was ist eigentlich AgroCamp? AgroCamp ist ein Unternehmen, das in Deutschland sitzt, also nicht in Zypern oder in Spanien oder irgendwo, wo die Vorschriften nicht so streng sind, sondern halt in Deutschland haben wir unser Firmensitz. Wir sind ein deutsches Unternehmen und haben uns auf die Programmierung und auf die Entwicklung von Handelssystemen und Indikatoren spezialisiert für alle möglichen Systeme. Für den MetaTrader, für den NinjaTrader, für die DWS und so weiter. Also in der Regel automatisieren wir eigentlich alles, was definiert ist und alles, wo es eine Schnittstelle gibt, um zu handeln. Und wenn es diese nicht gibt, dann finden wir sie auch gerne. Momentan machen wir auch viel in dem Bereich Bitcoin. Da haben wir auch inzwischen eine sehr hohe Nachfrage, weil das Thema einfach immer interessanter wird. Viele möchten ihre Bitcoin-Bestände automatisiert verwalten, möchten Handelssysteme laufen lassen und so weiter. Das ist so grob gesagt unser Geschäftsbereich. Das heißt, wir entwickeln individuelle Sachen, wenn Sie beispielsweise eine Strategie haben, die automatisiert handeln soll, oder wir verkaufen auch fertige Handelssysteme, Indikatoren, eigentlich alles, was wir in dem Bereich automatischer Handel benötigen. Gut, was steht heute auf der Agenda? Der Titel war ja, sind automatische Handelssysteme nur für die Verkäufer profitabel? Also jetzt selbstkritisch in dem Beispiel heute, verdiene ich nur Geld daran oder verdient AgroCamp nur Geld daran, dass wir Systeme verkaufen? Wie sieht es gesamtheitlich auf dem Markt aus? Es gibt ja Verkäufer wie Sand am Meer, was Expert Advisor speziell angeht. Wir haben hier Handelssysteme von $2 bis zu $10. Viele, viele, viele große Angebote. Was steckt eigentlich genau dahinter? Da will ich Ihnen heute so ein bisschen Einblick gewähren. Also erstmal prinzipiell die Frage, automatischer Handel, ist das nur ein Mythos oder steckt da wirklich dahinter? Was steckt wirklich dahinter? Nächster Punkt ist so ein bisschen der schlechte Ruf. Den haben wir Handelssysteme leider irgendwie schon. Das merken auch wir in der Kundenarbeit. Wir haben sehr viele Trader, die zu uns kommen und immer wieder einen ähnlichen Lebenslauf in dem Bereich haben halt irgendwo Handelssysteme verkauft, gekauft, waren damit nicht zufrieden. Und die große Frage, woran liegt es eigentlich? Und da gibt es zwei Folien mit Punkten dazu. Zum einen liegt es einfach im Schwarzmarkt, was einfach ich nenne es einfach mal ein dreckiger Markt ist. Und zum anderen sind wir natürlich aber auch alle selbst ein bisschen mit daran schuld, weil wir zum Teil, nicht alle, aber viele ganz falsche Erwartungen in dem Bereich haben, sodass eine Enttäuschung einfach vorprogrammiert ist in dem Bereich. Dann gibt es nochmal einen Einblick in die Erfahrung mit der Kundenarbeit, speziell in diesem Bereich. Ich finde es mal ganz sinnvoll, wenn wir die Fehler unserer Trader, unserer Kunden mitbekommen oder erzählt bekommen und wenn wir das Wissen auch weitergeben können, sodass speziell jetzt heute Sie auch aus den Fehlern von den anderen lernen können. Das finde ich immer sehr interessant, auch als Zuhörer höre ich mich sowas immer gerne an, um auch daraus selbst für mich zu lernen oder auch für die Kundenarbeit bei uns Dinge herauszufinden und zu lernen, die wir selbst vielleicht gar nicht sehen, weil wir einfach einen fachlichen Blick haben oder vielleicht einen Tunnelblick haben und für uns vieles klar ist. Aber das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, den haben wir eigentlich auch mal auf vielen, vielen Webinaren. Es ist mindestens eine Folie, wo wir speziell zu einem Thema ein bisschen aus der Kundenerfahrung reden. Dann Verzicht auf Server ist auch noch ein Punkt, wieso viele, obwohl sie Handelssysteme gekauft haben, kein Geld verdienen und im Endeffekt dann den Gedanken entwickeln oder die Meinung entwickeln, dass das Handelssystem nichts wert ist und im Endeffekt nur der Verkäufer wieder verdient hat. Liegt mitunter natürlich am Schwarzmarkt, an den Erwartungen, aber auch, dass man gerne am falschen Ende spart.
letzter Punkt vor dem Fazit ist dann das EA-Portfolio oder allgemeiner das Handelssystem-Portfolio, Strategieportfolio, wo es ein bisschen um die Thematik an sich geht, halt sich breit aufzustellen, aber natürlich speziell mit Verbindung auf den heutigen Titel und der Frage, Handelssysteme, sind sie auch für mich profitabel? Wie sehen sie für mich profitabel aus oder sind sie überhaupt gar nicht profitabel? Gut, automatischer Handel, ein Mythos. Nein, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das kann ich ganz bewusst sagen, weil ich das einfach selbst miterlebt habe. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, ich und auch andere Mitarbeiter von AgroCamp haben viele, viele Jahre in einer Vermögensverwaltung gearbeitet, die wirklich ausschließlich nur Geld damit verdient hat, dass sie nicht Systeme verkauft hat, sondern einfach Handelssysteme selbst entwickelt hat und auch mit dem eigenen Geld laufen lassen hat. Das heißt, ich nehme mich da immer gerne als lebenden Beweis dafür, dass das funktioniert. Ich habe ja, seitdem ich berufstätig bin, mit 16 wird mein Gehalt ja von Monat zu Monat einfach durch den Ertrag von Handelssystemen bezahlt. Das heißt, in der Vermögensverwaltung natürlich zu 100% einfach nur durch die Erträge der Systeme an sich. Das heißt, wir haben da kein Fremdkapital, sondern haben einfach nur unser Kapital gehandelt und das Kapital dann auch genutzt für typische Firmenfixkosten, für die Gehälter der Mitarbeiter und alles, was noch so anfällt. Der erste Punkt ist in dem Fall ganz wichtig. Es ist kein Mythos, dass der automatisierte Handel funktioniert. Er funktioniert auf jeden Fall. Allerdings ist er auch kein heiliger Gral. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen und auch fairerweise dazu sagen. Wenn wir derzeit manuell handeln und sind nicht profitabel, was jetzt nicht schlimm ist, die Erkenntnis an sich ist schon mal sehr viel wert. Aber wenn wir nicht profitabel sind, weil wir vielleicht einfach nur ungeduldig sind oder weil wir einfach dazu neigen zu zocken oder weil wir jeden Tag immer 10 Trades sehen müssen oder wie aus einem Maschinengewehr traden, dann heißt es natürlich nicht, dass ich mir jetzt ein automatisches Handelssystem kaufe und ich dann auch damit profitabel bin. Wir haben natürlich Vor- und Nachteile. Jetzt in dem Fall, wenn ich wirklich jeden Tag Trades sehen muss, weil ich den Drang dazu habe, dann bringt es mir nichts, ein System zu kaufen, was nachweislich profitabel ist, aber nur ein Trade alle 3-4 Tage macht. Dann bringt es mir natürlich nichts. Anders sieht es natürlich wiederum aus, wenn wir uns einigermaßen unter Kontrolle haben, aber es uns einfach an Zeit fehlt, das wäre ein Punkt, oder einfach an einer Strategie fehlt. Oder einfach Inspiration fehlt, dann ist ein Handelssystem natürlich schon eher für uns geeignet, wenn wir einfach die ganze Verantwortung und alles drumherum, die Entscheidungsgewalt abgeben an einen Roboter. Ich weiß, wie du in etwa agierst, ich traue dir das an, ich weiß, wie deine Risikoparameter sind, mach einfach mal. Dann ist es eher eine Sache für uns. Also wenn wir uns dann ein System kaufen, was nicht zu uns passt, dann fängt es natürlich wieder an, dass wir auch selbst dieses Vorurteil streuen, dass Systeme nur für Verkäufer profitabel sind, weil wir ein System gekauft haben, wir sind unzufrieden damit und wir stempeln es dann quasi für uns innerlich ab, das hat nicht funktioniert, super, wieder das Falsche. Also ganz klare Aussage, es ist kein Mythos, aber auch kein heiliger Gral, sondern einfach ein Mittel, um auch an der Börse Geld zu verdienen. Wir sparen natürlich eine Zeit dadurch, wir müssen nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen, haben allerdings natürlich andere Dinge. Wir müssen das System betreuen, wenn wir es selbst entwickelt haben, oder wir müssen es halt kaufen und einen guten Ausführung, was halt nicht so wirklich einfach ist. Ja, Vermögensverwaltung hatte unsere Gehälter bezahlt. Finde ich immer als, deswegen stehe ich persönlich und auch wir von AgroCamp so sehr hinter dem Thema automatischer Handel, weil wir einfach selbst das gesehen haben und nicht irgendwo gehört haben, irgendwo gelesen haben, dass es funktioniert. Man liest sehr viel und hört auch viel. Aber wir haben es halt wirklich selbst gesehen. Wir wissen, was in dem Bereich einigermaßen möglich ist, was realistisch ist von Renditen her. Haben natürlich auch einen Einblick daran, wie Handelssysteme aussehen können. Das ist auch in den nächsten zwei Teilen noch Thema. Das heißt, Handelssysteme, wie auch der Titel der Reihe sagt, sind nicht immer nur Durchschnitte, die sich kreuzen und irgendwelche Indikatoren, sondern es gibt auch viel exotische Dinge, an die man im ersten Moment vielleicht nicht denkt. Zum Beispiel, dass wir einfach nach Mondphasen traden, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, einfach fernab von Charttechnik, Formation und Ähnliches. Es gibt so viel da draußen,
Man muss nur ein bisschen kreativ sein und wahrscheinlich auch es mal gesehen haben, dass es funktioniert, um daran zu glauben, dass man halt solche lustigen, außergewöhnlichen Strategien entwickelt. Ja, letzter Punkt. Eigentlich ist das Ganze auch einfache Mathematik. Wenn wir ein Handelssystem entwickeln oder kaufen, egal von wo oder egal von wem wir es entwickeln lassen, können wir oder müssen wir prinzipiell nicht Angst haben, dass da irgendwie ein kleines Maschinengewehr aktiv ist, was jetzt von heute auf morgen das ganze Geld verbrennt. Kann natürlich sein, wenn es nicht sauber programmiert ist oder irgendwelche geheimen Funktionen eingebaut wurden. Aber im Grunde genommen haben wir ja so Standardparameter. Wir wissen, wir holen uns ein EA, der kostet vielleicht 500 Euro oder ein anderes Handelssystem. Wir haben auf dem Konto 1.000 Euro und haben ein Drawdown vielleicht von 20-30%, wenn wir einigermaßen gut sind. Dann können wir auch unsere Rendite halt dementsprechend ausrechnen. Also wenn ich jetzt ein Kapital habe von 1.000 Euro, kann ich jetzt nicht davon oder nicht erwarten, dass ich von dem Konto jetzt leben kann sofort. Also wir müssten ja dann, ich weiß nicht, was so die durchschnittlichen Fixkosten sind, aber ich denke mal, mit 2.000 Euro netto kommt man schon mal ganz gut. Und dann können wir nicht erwarten, dass wir jetzt aus dem 1.000 Euro jeden Monat 200% machen durch ein EA. Das heißt, was machen wir? Entweder erhöhen wir das Risiko, dadurch haben wir aber einen höheren Drawdown, oder allerdings wir erhöhen einfach die Einlage, erhöhen etwas das Risiko, haben wir nur einen leicht höheren Drawdown. Also im Grunde genommen kann man eigentlich ausrechnen oder vorhersehen, in welche Rahmen man sich bewegt. Also mal ganz wichtig, sage ich auch oder sagen wir auch immer vielen Algo-Tradern, dass sie keine Angst haben brauchen vor den Robotern an sich. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, wenn man sowas noch nie betrieben hat. Wenn man sich das vorstellt, da ist halt irgendwo ein Roboter, in dem man keinen Einblick hat und man vertraut ihm halt sein Geld sofort an und es soll dann loshandeln. Dafür sind speziell auch mal diese sogenannten Backtests wichtig. Das heißt, eine Strategie wird auf die Vergangenheit verifiziert und wir wissen, okay, hätten wir diese Strategie oder das Handelssystem vor beispielsweise in 10 Jahren gestartet, dann hätten wir danach in den Folge 10 Jahren beispielsweise eine durchschnittliche Rendite von 4% im Monat, hätten einen maximalen Drawdown prozentual gesehen von 30% und das sind Parameter, die haben wir aus der Vergangenheit, das ist natürlich überhaupt kein Beweis dafür, dass wir jetzt auch uns zurücklehnen können und sagen können, super, ich mache jetzt jeden Monat genau 3,4%. Das ist der berühmte Durchschnitt. Das ist nicht so, aber wir haben einfach Richtwerte für die Zukunft. Und mit diesen Richtwerten können wir in der Zukunft arbeiten und dann müssen wir auch realistisch bleiben, dass wir uns daran halten und nicht irgendwelche Fantasievorstellungen haben, dass wir mit einem 1.000 Euro Konto jeden Monat 200% machen und dann im Jahr eine unglaubliche Rendite erzielen. Das ist immer ganz wichtig. Der schlechte Ruf, ein Punkt, mit dem wir bei IOCamp auch ziemlich viel zu kämpfen haben. Ich würde mal sagen, dass wir eigentlich gefühlt 20% unserer Zeit dafür verwenden, um den Tradern ein bisschen die Realität aufzuzeigen. Sie können sich das so vorstellen, jemand, der schon etwas verbrannt ist, das heißt schon viele Handelssysteme gekauft hat, wird irgendwie auf uns aufmerksam. Vielleicht auf Messen, auf der World of Trading, bei den RB Days oder hier durch die Webinare gemeinsam mit FXFlat. Dann starten die Gespräche in der Regel immer so, ich habe schon so einiges probiert, habe schon so einiges gekauft, aber irgendwie funktioniert das doch alles gar nicht. Und da frage ich mich schon, funktioniert das überhaupt oder kaufe ich mir die ganze Zeit nur irgendeinen Mist, der den, wie der Titel ja sagt, nur den Verkäufer profitabel macht? Oder anderes Beispiel, haben wir auch speziell momentan sehr viele Kunden, die eine eigene Handelsstrategie haben. Wir sind halt zu irgendeinem Programmierer gegangen, haben sich das programmieren lassen, zum Teil recht komplexe Strategien und sind einfach unzufrieden damit. Haben sich dann irgendwie einen anderen Programmierer gesucht, waren wieder unzufrieden damit und was ich sehr, sehr witzig daran finde oder interessant finde, ist, dass dann wirklich viele zu uns kommen und dann in dem Moment sagen, hey, eigentlich habe ich schon aufgegeben, aber das ist jetzt mein letzter Versuch. Ich probiere es hier nochmal, ich habe wahrscheinlich am falschen Ende gespart. Und jetzt komme ich nochmal hierher.
Das passt halt zum ersten Punkt. Also es wird einfach viel, viel Mist verkauft in dem Bereich. Jeder, der ja, programmieren kann oder weiß, wie man sich ein Tutorial durchliest, der kann rein theoretisch irgendwas in die Tastatur hauen, was am Markt automatisch handelt. Das sieht man auch einfach am großen Angebot im Internet. Wir haben halt die Handelssysteme, die kosten zum Teil $10. Wir haben Handelssysteme, die kosten $10.000. Und im Grunde genommen ist, ja, eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen, aber gefühlt ist davon sehr, 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 sehr viel einfach nur Mist. Mist in dem Sinne, dass das System nicht robust ist, dass es nicht ordentlich gebacktestet wurde, dass der Programmierer einfach auch fehlende Kenntnisse hat in dem Bereich. Also wir haben auch sehr viele Leute bei uns, die interessieren sich für die Programmierung, fragen, wie sie sich das Ganze anlernen können, wo sie interessante Infos bekommen, schauen sich vielleicht ein paar YouTube-Videos an, lesen ein paar Dinge darüber, ein paar Artikel, gibt es ja auch vieles gratis im Internet und probieren es dann. Entweder probieren sie es, sie entwickeln sich selbst was oder sie gehen schon einen Schritt weiter und sagen, super, ich habe mir jetzt zwei Artikel durchgelesen, ich kann jetzt auch Handelssysteme programmieren und bieten diese Dienstleistung halt an. Prinzipiell traue ich das sehr vielen zu, dass wir da relativ schnell uns einarbeiten in die Thematik, aber, und das sage ich jetzt nicht, um sie zu uns oder von uns zu überzeugen, sondern ich sag das auch hauptsächlich, um sie davor zu beschützen. Handelssysteme zu programmieren ist wirklich, wie gesagt, technisch möglich, aber es gibt so viele Feinheiten, auf die man achten muss, um sich selbst nicht zu belügen, sage ich mal. Es ist kein Problem, irgendwie eine profitable Kurve im Backtest vom MetaTrader hinzubekommen. Das kriegt man schnell hin, braucht man ein bisschen Zeit, kriegt man schon irgendwie hingebogen, ein paar Parameter ändern, noch irgendwelche Bedingungen dazu und dann haben wir irgendwas Profitables. Und dann geht's aber los. Sehr viele EAs der Kunden, die zu uns kamen zum Beispiel, da handeln die Systeme im Backtest einfach anders. Also im Backtest haben sie Gewinne gemacht, sie lassen das Ganze live laufen und haben enorme Abweichung. Also im Backtest ist er long und im Live-Trading ist er short gegangen. So, das sind so Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Das ist halt mit ein Grund, wieso Handelssysteme speziell so einen schlechten Ruf haben und auch vielleicht viele von ihnen in dem Bereich schon verbrannt sind und ein bisschen pessimistisch in dem Bereich eingestellt sind, was völlig, völlig verständlich ist. Hatte ich zum Beispiel auch auf der World of Trading 2016. Da ging es auch um die Thematik Handelssysteme, Mythos oder Geldmaschine. Da habe ich mir auch bewusst am Anfang des Seminars die Leute herausgesucht, die sehr anti eingestellt sind, also sie wirklich kaum noch Glauben dran hatten und schon zu oft damit gegen die Wand gelaufen sind. Es ist für mich halt eine Herzenssache, hatte ich mir damals zu Beginn rausgesucht und auch begleitend durch den ganzen Vortrag immer wieder erwähnt die Person oder immer wieder sie mit einbezogen und gefragt, ob das jetzt irgendwie verständlich war oder ob das jetzt die Meinung von den Personen geändert hat. Fand ich ganz witzig, hat auch was gebracht. Passt halt wirklich zu dem Thema, dass man einfach verbrannt ist. So, Stress- und Robustheitstest, das kennen wahrscheinlich viele der EA-Entwickler draußen gar nicht. Wenn wir bei IOCamp zum Beispiel ein Handelssystem oder eine Handelsstrategie haben, wir finden sie profitabel, wir programmieren sie, dann posten wir nicht sofort die Performance-Kurve bei Facebook, nehmen sie auf die Seite und bieten das System zum Kauf an. Da ist noch viel, viel, viel mehr nötig, um wirklich ein seriöses System zu verkaufen. Das heißt, wir müssen einen Robustheitstest durchführen. Konkret in dem Fall bedeutet das, wir haben ein Handelssystem, das handelt von mir aus jetzt nach dem SMA 200er. So, das ist profitabel. Was machen wir dann? Dann nehmen wir das ganze System wirklich auseinander und ändern die Einstellung von 200er SMA auf 201 SMA. Wir erhöhen den Take-Profit einfach um 10, 5, 20 Pips. Wir verringern den Stop-Loss um 10, 5, 20 Pips, wir ändern die Handelszeiten, also wir verstellen viele Dinge und das System muss trotz dieser Verstellung noch profitabel sein. Das ist sehr, sehr wichtig, was einfach zu oft vergessen wird. Natürlich können wir sagen, naja, wenn ich jetzt ein System entwickelt habe für den 200er Durchschnitt, dann will ich auch den 200er Durchschnitt handeln und nicht den 205er. Das ist prinzipiell richtig.
Aber im Live-Trading gibt es so viele Fälle, die wir im Backtest natürlich nicht haben. Das heißt, es reicht im Live-Trading einfach schon, dass der Broker, dass unsere Internetleitung einfach kurz einen Aussetzer hat und wir einfach Kurse nicht mitbekommen. Oder irgendwelche Uhrzeiten von Servern oder von unserem Computer sind falsch und wir bekommen die Kurse verzögert um wenige Sekunden. Das alles sorgt dafür, dass wir halt im Backtest nicht genau den 200er Durchschnitt heute um 17.21 Uhr haben, wie auch im Backtest. Es gibt einfach so viele Punkte. Und wenn wir uns überlegen, wir haben einen 200er Durchschnitt, das System ist profitabel, wir ändern das Ganze auf 201 und das System ist nicht mehr profitabel, dann kann ich ganz stark davon ausgehen, dass das System im Live-Trading nur Geld verbrennen wird, weil es nicht so robust ist, sondern wirklich anfällig ist. Also wenn wir ein System von 200 auf 260 stellen und es ist dann nicht mehr profitabel, dann sage ich, okay, das ist verständlich, das passt nicht mehr zu unserer Strategie. Aber wenn wir es von 200 auf 201, 2, 3, 4, 5 stellen und wir haben plötzlich von einer steigenden Performance-Kurve eine fallende Performance-Kurve, dann würde ich natürlich sagen, das können wir vergessen oder sollten wir vergessen. Das Gleiche ist auch mit dem Stresstest, darf man nicht verwechseln. Im Stresstest provozieren wir quasi das System dazu, dass es ja Verluste macht. Das heißt, wir füttern es zum Beispiel mit Zufallsdaten, wir lassen einfach den Markt oder simulieren Daten, wo der Markt 2 Jahre lang nur fällt, wo er 2 Jahre lang in einer Seitwärtsbewegung ist oder 2 Jahre lang in einer Aufwärtsbewegung ist. Nicht um zu gucken, ob es dann immer noch profitabel ist, sondern einfach mal zu gucken, wie reagiert das System unter stressigen Bedingungen. Stressig in dem Sinne, dass wir halt wirklich extreme Bedingungen am Markt haben. Was ist unser Ziel daran? Wir wollen, wie gesagt, nicht sehen, dass die Performance-Kurve immer noch profitabel ist, sondern wir wollen dadurch sehen, wie resistent ist das System in Stressfällen? Wie lange dauert es, bis ein System das komplette Konto verbrennt? Da können wir halt erkennen, wie gut das Money-Management und das Risikomanagement in dem System ist. Sind zum Beispiel Stop-Loss-Parameter viel zu fix? Müssen die dynamischer angepasst werden? Das heißt, bei einer ATE, also einer durchschnittlichen Tagesschwankung im DAX von 20 Punkten, da bringt es uns nicht so viel, wenn wir jetzt einen Stop-Loss von 2 Punkten nehmen. Das heißt, wenn ich natürlich damals 1990 oder kurz vor 2000 ein System entwickelt habe und da gesagt habe, der Stopp im DAX liegt bei 20 Punkten, dann mag es natürlich damals viel gewesen sein, wenn der DAX sich mal um 20 Punkte bewegt. Heute würden wir damit kein Geld mehr verdienen, weil 20 Punkte ja eigentlich nur ein falscher Mausklick ist und schon haben wir 20 Punkte hoch und runter. Also heute sind wir also bei 200 Punkten, wo wir sagen, hui, heute hat sich der DAX aber mal bewegt, aber ein Weltuntergang ist es noch lange nicht. Daran, durch diesen Stresstest, würde man dann erkennen, dass zum Beispiel solche Parameter damals viel zu fest sind. Dann müssen wir also damals schon merken, okay, wir müssen diese fixe Angabe dynamischer gestalten. Also Stresstests und Robustheitstests sind auch Punkte dafür, wieso viele oft der Meinung sind, ne, Handelssysteme funktionieren nicht, sie sind nur für Verkäufer profitabel. Ist in dem Fall richtig, aber nur für die Verkäufer, die halt die Systeme nicht sauber entwickeln und auch nicht sauber testen. Curve-Fitting sagt vielleicht auch einigen von Ihnen schon etwas. Das ist die sogenannte Überoptimierung. Das heißt, ich teste ein System so lange und passe die Parameter so lange an, dass ich das beste Ergebnis in Bezug auf die Performance habe. Das heißt, mein 200-Durchschnittssystem passe ich an auf 204. Den Stop-Loss mache ich von 200 auf 188 und den Take-Profit mache ich auf 71,5 Punkte. Das sind so Parameter, wenn Sie solche Parameter im System sehen, dann würde ich mich fragen, oh, wieso sind die denn so ungerade? Also ich stehe jetzt nicht auf und habe irgendwie eine Idee, den 189er SMA zu handeln. Also kommt nicht so oft vor. Und so dieses Curve-Fitting geht halt noch so weiter, dass wir ein System so lange optimieren, bis es perfekt ist. Also, dass wir wirklich kaum einen Drawdown haben. Klingt an sich gut. Wir wollen ja ein gutes System haben, vielleicht auch ein perfektes System haben, aber spätestens beim Live-Trading werden wir damit keine Gewinne machen, weil das System so sehr an die Vergangenheit angepasst ist und sobald die Vergangenheit minimal abweicht, sind wir aufgeschmissen und wissen nicht mehr weiter und verlieren unendlich
Unendlich nicht, aber ziemlich viel Geld und auch ziemlich schnell Geld. Ein weiterer Punkt und auch sehr wichtig ist die fehlende Nacharbeit. Ein profitables Handelssystem ist nie für ein Leben lang in Steine gemeißelt. Strategien funktionieren irgendwann nicht mehr. Die Technik wird erneuert. Das heißt, beispielsweise gibt es Metacodes, die Firma von MetaTrader irgendwelche Updates heraus, die das Trading an sich effizienter macht. So, und wenn wir dann ein System haben, was vor 10 Jahren entwickelt wurde und noch auf die Technik von vor 10 Jahren basiert, dann ist es natürlich nicht so prickelnd, wenn wir in einem Markt unterwegs sind, wo es zum Teil um Millisekunden geht oder noch geringer. Das ist der eine Punkt. Also technisch sollten wir immer auf dem aktuellsten Stand sein. Und ein anderer wichtiger Punkt ist einfach die strategische Nacharbeit und auch das Monitoring. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo eine EL kaufen, dann haben Sie es wahrscheinlich und hören vom Verkäufer nichts mehr. Oder auch wenn Sie eigene Systeme entwickeln oder entwickeln lassen, da sollten Sie sich nie darauf ausruhen. Das heißt, Sie sollten immer sich Ziele im Vorfeld setzen, zum Beispiel in dem Backtest von 10 Jahren habe ich einen maximalen Drawdown von 20%, dann sollte ich zum Beispiel in der Zukunft oder muss ich eigentlich in der Zukunft diesen Punkt auch überwachen. Das heißt, ich muss jeden Tag prüfen, wo ist mein Drawdown jetzt? Bin ich jetzt bei 20%? Bin ich jetzt bei 18%, 19%? Weil ich muss ja den Punkt erkennen, wo das System nicht mehr funktioniert. Oder auch den Punkt erkennen, wo ich eingreifen muss. Das Ganze wird halt einfach zu gerne vernachlässigt, weil das System ist gekauft, installiert oder entwickelt und installiert. Und es läuft einfach, macht vielleicht am Anfang Gewinne und das ist uns dann egal. Also wir neigen einfach dann dazu, nicht mehr darauf zu gucken und das nicht mal nachzuarbeiten. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo ein Handelssystem kaufen oder entwickeln lassen, achten Sie auch immer darauf, dass das System nicht nur verkauft wird und dann die Verkäufer über alle Berge sind, sondern achten Sie darauf, dass es halt auch Updates gibt. Natürlich zum Teil oder in der Regel wahrscheinlich kostenpflichtig, weil ja auch Arbeit dahinter steckt, aber dann haben Sie mehr davon, wenn ein System auch einfach an die aktuelle Technik angepasst wird, überwacht wird und es ab und zu auch mal Updates in dem Bereich gibt. Weiterer Punkt ist der Zinseszins. Wieso bei schlechtem Ruf? Sehr viele Systeme rüsten sich mit einem Chart, der startet dann irgendwie bei 10.000 Euro und endet nach 5 Jahren bei 24 Millionen Euro Gewinn. Woran liegt es? Der Zinseszinseffekt. Es ist ein Effekt, den wir speziell bei AlgoCamp zum Beispiel nicht in unsere Performance-Grafiken aufnehmen, weil es einfach ein Standardeffekt ist, den wir jetzt nicht irgendwie verkaufen oder der jetzt unsere Systeme besonders macht. Was will ich damit eigentlich sagen? Wenn wir ein System haben, wo der Zinseszinseffekt mit eingebaut ist, das bedeutet, wir reinvestieren ständig unser Kapital, fangen vielleicht mit 10.000 Euro an, handeln 0,1 Lot im Euro-Dollar und nach 5 Jahren haben wir dann 24 Millionen und traden 300 Lots pro Trade, verdienen dann jeden Tag unsere 20.000 Euro. Was hat das für einen großen Nachteil? Vorteil ist natürlich, Sie freuen sich auf das System und planen schon Ihren Ruhestand. Großer Nachteil ist einfach, dass Sie im Backtest-Chart viele wichtige Dinge nicht sehen. Ich zeige Ihnen das ganz kurz mal an einem Beispiel, dass Sie auch mal was anderes sehen, außer die Präsentation. Ich nehme einfach mal ein Beispiel von uns, von einem Handelssystem. So, geht jetzt nicht um das System an sich, sondern es geht jetzt wirklich primär nur um die Performance-Kurve. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Das ist zum Beispiel ein System, da ist jetzt kein Zinseszinseffekt drin. Hätte ich diesen Effekt drin, dann würde die Kurve wahrscheinlich steil bergauf gehen und eigentlich nur nach oben laufen. Wenn wir diesen Punkt drin haben, dann sehen wir wichtige Detailinfos nicht, wie zum Beispiel diese Drawdown-Phasen hier, wo meine Maus aktuell ist. Das heißt, diese Punkte, wo der Kurs mal runtergeht und den sehen wir später nicht mehr, weil wir nur noch eine Kurve sehen, die steigt und steigt und steigt. Hat den großen Nachteil, dass wir als Käufer von einem Handelssystem dann einfach falsche Erwartungen daran haben. Das heißt, wir sehen eine Kurve, die quasi mit einem Lineal gezeichnet wurde und wir wissen gar nicht, worauf wir uns einstellen müssen. Also hier in diesem Chart zum Beispiel weiß ich ganz genau oder sehe sofort, okay, wir haben ja auch mal Phasen wie hier unten links, wo wir einfach mal auch Verluste machen. Oder wir haben auch mal Phasen, wo es schon bergauf geht, aber jetzt nicht mit einer Rakete, sondern wir bewegen uns langsam hoch, was geht mal runter, mal wieder hoch. Haben wir mal wieder Einbrüche, geht es mal wieder hoch, runter. Das sind so wichtige Effekte, wieso wir zum Beispiel nicht sagen, okay, super, den Zinseszinseffekt, den bauen wir mit ein, weil dann haben sie einfach
nicht negativ gemeint, aber dann weckt das bei Ihnen einfach falsche Erwartungen. Dann kaufen Sie das System, es macht irgendwie Verluste und Sie fragen sich, ja, das habe ich im Chart ja nirgendwo gesehen, wo kommen denn plötzlich die Verluste her? Das ist halt auch ein Grund mit dafür, wieso, ja, wieso viele dann abschalten und sagen, Mist, profitable Handelssysteme, da freut sich doch nur der Verkäufer drüber, der jetzt irgendwie mein Geld verdient hat und ich mein Geld auch noch verloren habe. So, weiter geht's. Ja, letzter Punkt noch dazu, an die kurzen Backtest-Zeiträume. Wenn Sie sich irgendwo ein System kaufen oder auch selbst entwickelt haben, verlassen Sie sich dann nicht irgendwie auf 2 Jahre Backtest-Ergebnisse. Es sollte schon Minimum, je nach Timeframe, sollte der Backtest von 2010 anlaufen. Also, wenn Sie jetzt ein System sehen, das irgendwie von 2015 bis 2016 gehandelt hat und Sie zum Beispiel 2017 nicht dran haben, dann würde ich auf jeden Fall den Verkäufer mal nachfragen, wieso das so ist. Und das andere Message dahinter, die ich Ihnen eigentlich mitteilen möchte, ist, ein Backtest von 2 Jahren hat halt so viel Auswirkungen wie nichts. Das merken wir selbst bei der Entwicklung von Handelsstrategien ganz oft. Wir haben, ich glaube, jede Idee, egal wie schlecht oder gut, hat irgendwann mal eine Phase, wo sie Geld verdient. So, und wenn ich Ihnen dann natürlich nur diese Phase präsentiere, ja, 2015 und 2016, ja, dann haben Sie halt die Erwartung, dass es immer so ist und dass Sie Ihre Zukunftserwartung einfach daran schrauben oder orientieren, was in den 2 Jahren waren. Deswegen ist es immer ganz wichtig, ganz große Zeiträume zu verwenden, entweder beim Kauf oder halt auch bei selbstentwickelten Strategien. Je mehr, desto besser. Ja, wenn wir jetzt irgendwie auf Minute 1 unterwegs sind, dann brauchen wir nicht zwingend einen Backtest von 2000 bis heute, also keine 17 Jahre. Wenn wir allerdings auf Tagesbasis unterwegs sind, also Tagescandles haben, dann sollten wir schon zusehen, dass wir mindestens von 2000 anfangen bis heute. Denn Minutencandles haben wir in der Zeit viel mehr gehabt als Tagescandles. Deswegen muss man das immer im Verhältnis sehen, was für ein System ist es und wie weit gehen die Daten zurück. So, das war der Grund für den schlechten Ruf, speziell was den Schwarzmarkt angeht. Der zweite große Grund sind leider auch die Erwartungen, die wir Trader einfach an Handelssysteme haben. Wir haben oft die Erwartung oder den Wunsch, dass wir mit 100 Euro Startkapital und einem profitablen EA, der eine Performance-Kurve hatte, die von unten links nach oben rechts ging, dass wir einfach davon leben können. Wir müssen das immer ganz, ganz wichtig prozentual sehen und auch die Verhältnisse betrachten. Wenn ich ein 1.000-Euro-Konto habe, kann ich nicht erwarten, dass ich da jeden Monat 200% mache und dann dadurch davon leben kann. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist der Drang. Den haben auch sehr viele. Der war mir vor AlgoCamp gar nicht so bewusst, aber das haben wir in einer Kundenarbeit mit der Zeit gelernt, dass sehr viele Trader immer was sehen müssen am Markt. Das heißt, man kennt es ja auch so, wenn man irgendwie viel arbeitet, dann ist das Ansehen bei den Leuten eher da, dass man irgendwie Geld verdient oder etwas macht, als wenn man jetzt 4, 5 Monate im Jahr im Urlaub ist und man sagt, naja, ich habe ja hier ein Handelssystem, das läuft ja aktiv. Das ist so eine Ansehenssache, die wahrscheinlich in uns allen viel drin ist. Also wir haben immer den Drang, was zu machen, weil wenn wir nichts machen, dann wirkt es irgendwie so, als ob wir ja, arbeitslos sind, nichts zu tun haben, nicht erfolgreich sind und nichts wert sind. Das haben sehr viele oder betragen sehr viele auch in das Trading. Und dadurch haben wir auch sehr viele Anfragen oder viele Kunden, die einfach sagen, na, ich will ein System haben, das muss jeden Tag 4 bis 10 Trades durchführen. Kann ich natürlich verstehen, ist natürlich auch schön, wenn man ein System hat, was immer am Markt handelt jederzeit, man quasi alle 2, 3 Stunden sein Mittagessen verdient hat. Allerdings muss man vielleicht zusehen oder sich fragen, wieso möchte man das eigentlich haben? Also was bringt mir ein System, was am Tag 10 Trades macht und monatlich 10% verdient, wenn ich doch auch ein System haben kann, was einmal in der Woche verdient bei einer gleichen Rendite? Klar, am Ende ist gehüpft wie gesprungen, ob wir ein Trade im Monat machen oder ob wir 200 Trades im Monat machen. Wir müssen uns einfach mal fragen, wieso haben wir den Drang? Und das haben wir jetzt speziell auch bei unserem Handelssystem gemerkt, bei den Tradern, die sich die gekauft haben. Da fehlt es auch so ein bisschen an Geduld. Sie haben das System, es wird aktiviert, 2 Tage passiert nichts und dann verlieren die Leute schon die Lust daran und auch das Interesse, einfach dieses System laufen zu lassen.
weil sie der Meinung sind, es muss doch immer handeln, es muss immer was passieren, das Konto muss immer hin und her sich bewegen. Das ist nicht so. Also man muss jeder für sich selbst auch nochmal überlegen, wieso ist das so? Wenn wir einfach den Drang haben, einfach Spaß daran haben, dass auf dem Konto viel läuft, dann müssen wir einfach darauf achten, dass wir uns auch nur solche Handelssysteme ins Boot holen. Weil sonst werden Sie nicht glücklich, wenn Sie sich ein System kaufen, was einmal in der Woche handelt, vielleicht auch profitabel, aber wenn es nicht zu Ihrem Stil passt, dann hat halt keiner was davon. Jeden Tag müssen Gewinne generiert werden, auch ein sehr, sehr fieser Punkt in dem Fall. Die Erwartung, worum es ja in dieser Folie geht, sind oft einfach auch zu hoch. Also ein Roboter, ein Handelssystem macht im Grunde genommen ja nichts anderes, außer Befehle umzusetzen. Das heißt, wir haben ihnen irgendwann mal eine Strategie beigebracht. Diese beherrschte Roboter sitzt ja auch zu 100% um. Das heißt, da gibt es kein Bauchgefühl, kein Hui, 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 heute ist der Markt aber schon 200 Punkte gestiegen und ich werde jetzt nicht nochmal long gehen. Das gibt es einfach nicht. Wenn die Ampel grün ist, dann fährt es quasi einfach los. Egal, was im Wege steht, egal, was hinter einem liegt und so weiter. Nur deswegen dürfen wir halt nicht die Annahme haben, dass ein System jeden Tag Geld verdient. Wir sollten eigentlich auch nicht die Erwartung haben, dass ein System jede Woche mit einem Gewinn beendet oder auch nicht jeden Monat mit einem Gewinn beendet. Es gibt Handelssysteme oder sehr viele Handelssysteme, müssen wir einfach auf einen Zeitraum oder auf einen Zeitraum beachten von gut, ja, 6 Monaten, 3 bis 6 Monaten. Das heißt, wenn wir ein System aktivieren, können wir nach zwei Monaten keine große Auswirkung darüber treffen. Auch nicht, wenn wir irgendwelche Erkenntnisse aus dem Backtest haben, von wegen durchschnittlich 5% im Monat. Ja, was bedeuten durchschnittlich 5% im Monat? Wir können diesen Monat minus 5% haben, wir können nächsten Monat plus 15% haben, wir können danach minus 40% haben und danach dann wieder plus 45%. Das ist der Durchschnitt. Also Werte, die müssen dann unbedingt im Vorfeld bewusst sein, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir ein Handelssystem besitzen, das profitabel ist, aber wir trotzdem Geld verlieren, weil wir falsche Erwartungen haben was den Ertrag angeht oder was das Trading-Verhalten angeht. Das gleiche widerspiegelt sich auch bei den Drawdown-Phasen. Das heißt, Sie bekommen ein Handelssystem, wissen, in den letzten 10 Jahren hatte ich einen Drawdown von 10% oder 20%. Da müssen Sie auch in der Zukunft oder sollten Sie auch in der Zukunft in der Lage sein und auch bereit sein, einen Drawdown von dieser Höhe in Kauf zu nehmen. Wenn wir also in den letzten 10 Jahren einen Drawdown hatten von 20%, dann kann ich jetzt im Live-Trading nicht bei 5% Drawdown sagen, uiuiui, ich wusste es, die Systeme sind nur für die Verkäufer profitabel, habe ich schon wieder missgekauft, ganz super, ich höre auf damit und mache jetzt was anderes. Das dürfen wir nicht machen, weil wir einfach, weil wir die Vergangenheit nicht ausblenden können. Vergangenheit, letzten 10 Jahre, 20% Drawdown. Muss ich das auch in die Zukunft, in Kauf nehmen. Und das Gleiche ist auch für die Rendite, für die Trading-Frequenz, für absolute Drawdown-Zahlen. Wir müssen sie leider aussitzen. Das heißt, wenn wir jetzt in der Drawdown-Phase sind von 5% und wir dann das System ausmachen, laufen wir einfach Gefahr, dass wir den typischen Fehler machen. Das System ist irgendwann aus der Drawdown-Phase raus, es verdient Geld. Wir sind nicht dabei, wir gucken uns das noch ein bisschen an, denken, na okay, war mein Fehler, es lief ja ganz gut, jetzt steige ich wieder ein und dann kommt die nächste Drawdown-Phase. Das haben einfach sehr viele. Zum Teil auch einfach, weil sie ein zu hohes Volumen fahren. Ja, wenn das Volumen entsprechend eingestellt ist, dass vom Risiko her der Drawdown ertragbar ist. Das heißt, dass nicht unser komplettes Konto geschrottet ist, wenn wir 10% Drawdown haben, obwohl wir ja eigentlich 20% in Kauf nehmen sollten. Das ist nicht so ein großes Problem. Also überhebeln, Erwartung und der Schwarzmarkt, das sind so drei große Punkte, wieso Handelssysteme einfach in so einem grauen Bereich sind und so ein Schmuddel-Image haben von, naja, viele haben ja auch den Titel im Geld, Schlaf verdienen, nie mehr arbeiten gehen. Stimmt prinzipiell vielleicht so ein bisschen, aber sorgt auch dafür, dass sie das ganze Thema einfach so einen schwarzen, schlechten Touch hat.
Wie sieht es aus mit der Erfahrung von AlgoCamp-Kunden? Ganz am Anfang hatte ich erwähnt, dass viele einfach verbrannt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptgründe oder Hauptpunkte sind oft immer, dass sie irgendwo ein System gekauft haben oder sich irgendwo was programmieren lassen haben und dann war irgendwie die Verbindung nicht mal da. Also es gab keine Beratung, es gab keinen Support, sondern nachdem das Geld angekommen ist beim Verkäufer, war dann quasi, ist der Kontakt quasi abgebrochen. Mag vielleicht für viele kein Problem sein, weil sie vielleicht technisch fit sind und sagen, ja gut, ja, das Handelssystem, wenn ich jetzt habe, dann will ich auch nichts mehr vom Verkäufer hören. Der will mir eh nur wieder irgendwas anschwatzen. Ist natürlich für solche Leute nicht schlimm. Aber weil wir auch in einem Finanzbereich unterwegs sind, finden es einfach sehr viele angenehm oder schätzen es einfach, wenn sie auch mal einfach mal anrufen können beim Verkäufer und sagen können, hey, irgendwie habe ich gerade ein komisches Gefühl, habe ich das richtig eingestellt, ich bin mir da nicht so sicher, ich bin jetzt nicht so technisch so affin. Alles kein Problem. Sollten Sie speziell darauf achten, wenn Sie solche Punkte benötigen, wenn Sie sagen, ich möchte einfach mal ab und zu anrufen, ich will den Kontakt fragen oder ich möchte vielleicht auch mal die Person besuchen, dann gucken Sie im Vorfeld, ob das überhaupt möglich ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Preis. Preis bestimmt nicht die Qualität. Also prinzipiell um es nicht allzu sehr zu verallgemeinern, ein System für 20 Euro, was kann man davon erwarten? Das ist prinzipiell richtig. Ein Handelssystem für 20.000 Euro, was können wir da erwarten? Brauchen wir auch nicht zwingend. Also Sie sollten immer in den Bereich dazwischen gucken. Das heißt, Systeme müssen etwas kosten, die sind wirklich sehr aufwendig von der Programmierung, von der Entwicklung der Strategie, aber Sie müssen jetzt auch nicht sagen, okay, ich wurde so oft veräppelt mit Systemen, die irgendwie 1.000 Euro, ein paar hundert Euro gekostet haben, jetzt hole ich mir was Richtiges für 20.000 Euro, das wird schon funktionieren. Das ist nicht so. Also Preis bestimmt Sie wirklich nicht die Qualität. Achten Sie darauf, dass Sie keine Ramschware sich ins Depot holen, aber auch keine vermeintlichen Luxushandelssysteme. Martingale, das klassische Handelssystem, was wahrscheinlich schon viele von Ihnen auch mal betrieben haben. Das System stammt aus dem Casino vom Roulette-Tisch. Wir setzen 10 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Wir setzen 20 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Wir setzen 40 Euro. In der Theorie funktioniert das. In der Theorie werden wir damit reich. Aber in der Theorie haben wir unendlich viel Geld. Und speziell im Casino haben wir auch kein Tischlimit. Also da draußen gibt es massig viele kostenlose und auch kostenpflichtige Handelssysteme, die diese Strategie beinhaltet. Das heißt, Sie gehen im Euro-Dollar-Long mit einem Lot, sind im Verlust, die Position bleibt offen. Es geht die nächste Position mit zwei Lots Long und irgendwann haben Sie dann 20 Lots im Depot und der Margin Call spricht Ihnen schon mal auf den Anrufbeantworter. Achten Sie unbedingt darauf. Also die Martingale-Systeme, so schön sie aussehen, sie funktionieren immer eine kurze Zeit, aber früher oder später ist Ihr Depot damit einfach nicht mehr existent. Ja, fehlende Nachweise, Live-Konten, eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn Sie irgendwo Systeme kaufen, dann fragen Sie einfach mal nach Nachweisen, wie das Ganze im Live-Trading aussieht. Also wir zum Beispiel bei unserem Handelssystem, dem FX-Lunch, wir haben das Ganze recht transparent gestaltet. Das ist an MyFX-Book gebunden. Dort werden, glaube ich, alle 15 Minuten werden die Ergebnisse verifiziert übertragen. Das heißt, da können wir nichts in die Tasche lügen. Das ist ein Echtgeldkonto und das läuft inzwischen seit 12 oder 13 Monaten. So sollte es eigentlich sein oder so muss es eigentlich unserer Meinung nach sein. Aber da haben wir, denke ich mal, andere Qualitätsansprüche als vielleicht andere in dem Bereich. Also lassen Sie sich denn nicht irgendwie abschrecken oder veräppeln, wenn Sie dann Argumente hören wie, naja, wir haben so viele Handelssysteme im Depot, im Angebot, das können wir gar nicht alle live nutzen, das wäre ja viel zu umständlich. Dann sollten Sie prinzipiell fragen, ob Sie irgendwie Lust darauf eigentlich haben, ein Handelssystem aus irgendeinem Fischmarkt zu kaufen, wo einfach tausend Systeme aktiv sind, wo Sie sich vielleicht denken können, naja, ob die das alles unter Kontrolle haben und auch wirklich betreuen und nacharbeiten können, oder ob die da einfach nur ein System nach dem anderen raushauen, ist auch ein wichtiger Punkt. Der letzte Punkt, den freut mich immer wieder, hatten wir auch Anfang, Mitte des Monats zu der AlgoCamp Poker Night. Da haben wir in unserem Büro in Berlin einfach eine kleine Poker Night veranstaltet für Trader, von Tradern, für Trader.
hatten einige Kunden bei uns zu Besuch, einige Partner, einige Trader, um einfach so ein bisschen gemeinsam zu pokern und so ein bisschen auszutauschen, zu essen. Und da hatten wir natürlich auch Leute, die waren auch da, aber die wollten nicht pokern, sondern die wollten einfach nur mal sehen, ob es uns wirklich gibt. Weil sie halt auch, wie am Anfang erwähnt, schon sehr verbrannt sind von der Vergangenheit, von der Konkurrenz. Und sie haben es irgendwie, ja, fand ich ganz lustig, nicht geglaubt, dass da wirklich ein deutsches Unternehmen existiert, was ein Büro hat, die man besuchen kann, die auch Deutsch sprechen, die wirklich lebendig sind, und fanden das total faszinierend. Er hat mich natürlich, oder auch das Team von AgroCamp freut sich wirklich darüber, wenn Leute das Thema so ernst nehmen und wirklich zum Teil auch 200-300 Kilometer zu uns fahren, nur um mal sicher zu gehen, ob es uns wirklich gibt oder ob wir irgendwie nur einen Briefkasten haben, und gerade irgendwie in Zypern sitzen und nur sagen, ja, wir sind ein deutsches Unternehmen, alles ganz seriös, und dann ist es gar nicht so. Also auch eine Einladung an Sie natürlich alle, wenn Sie sich da vergewissern wollen oder auch einfach mal mit uns über die Thematik persönlich sprechen möchten, können Sie uns einfach anrufen, anschreiben. Wenn Sie mal in Berlin sind, machen wir gerne einen Termin aus, und dann können wir auch ganz offen über die Themen reden. Vorletzter Punkt, Verzicht auf Trading-Server. Will ich jetzt nicht allzu sehr ausschmücken, das Thema, aber es ist ein wichtiger Punkt, der wo Sie nicht sparen sollten. Also hier ein Server, das heißt ein Computer, der wirklich den ganzen Tag aktiv ist, der die ganze Zeit irgendwo in einer professionellen Umgebung steht. Das heißt, zu Hause definiere ich jetzt nicht als professionell. Hier haben wir keine doppelte Stromversorgung, wir haben nicht allzu gute Brandschutzvorrichtung, wir haben keine Zutrittsberechtigung, abgesehen von unserem Türschloss. Das heißt, wenn wir ein System betreiben wollen, was wirklich durchgehend läuft, dann muss es auf einem Server laufen. Der kostet natürlich ein paar Euro im Monat. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir starten morgens den Rechner um 8, machen das System an und machen das System abends um 8 wieder aus. Das dürfen wir nicht machen, weil sonst geraten wir auch wieder zu dem Titel des Webinars, dass die Systeme nur für die Verkäufer profitabel sind, weil wir sie vielleicht dann falsch betreiben oder bedienen. Ein Punkt. Andere Alternative wäre natürlich, dass wir den Rechner zu Hause einfach das ganze Jahr anlassen. Müssen wir natürlich auch die Abnutzung und die Stromkosten einfach mal gegenrechnen. Und ich kann Ihnen da aus der Realität oder aus meiner Erfahrung sagen, dass es eigentlich nicht möglich ist, den Rechner wirklich durchgehend anzulassen. Früher oder später fällt vielleicht mal der Strom aus. Windows-Updates kommen um die Ecke und starten den Rechner neu. Wir selbst sind vielleicht irgendwie am Arbeiten und sorgen dafür, dass der Rechner abstürzt. Das sind alles Punkte, die dafür sorgen, dass unser Handelssystem live halt einfach schlechter agiert. Ne? Vielleicht haben wir gerade einen großen Trade am Markt, wir können hier nicht mitgehen oder nicht mitmachen, weil der Rechner gerade neu startet und Updates installiert. Deswegen, so ungern man auch monatlich irgendwie Kosten hat, aber sehen Sie zu, dass Sie da eine gute Lösung für sich finden und jetzt nicht, nachdem Sie schon Geld investiert haben in ein System, jetzt nicht irgendwie noch 10, 20 Euro monatlich sparen wollen, was den Server angeht. Wie gesagt, nur eine gute Empfehlung in dem Bereich, weil sonst wird der Titel für Sie vielleicht wieder Realität und Sie sind dann verärgert, dass das System doch kein Geld verdient und der Verkäufer der Einzige ist, der Geld verdient. Ein EA-Portfolio ist auch ein mächtiges Thema, würde ich auch nicht allzu sehr ausschmücken, aber ein Handelssystem, wenn wir ein Handelssystem haben, das ist natürlich schön, dann sind wir erstmal in dem Bereich unterwegs, haben vielleicht nebenbei eine nette Einnahme. Aber wir haben dann natürlich Probleme, dass wir in Drawdown-Phasen sind, wo wir ungeduldig werden. Wir haben vielleicht gerade Marktphasen, die einfach nicht gut sind für unser System. Wir verlieren vielleicht Geld oder laufen mit Plus, Minus durch den Markt. Das alles sorgt halt so ein bisschen dafür, dass wir dann wieder der Meinung sind, naja, Mist, ich habe mir wieder irgendwas gekauft, das funktioniert nicht. Ich sage immer, wenn man den automatischen Handel wirklich professionell betreiben möchte, also wirklich sehr professionell betreiben möchte, dann sollte man halt breit aufgestellt sein. Das bedeutet, nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern sich ein Portfolio an Handelsstrategien zusammenbauen. Das bedeutet, nicht nur 10 Systeme haben, die den DAX handeln, sondern zum Beispiel ein System, das handelt den DAX, eins den British Pfund, eins den Euro-Dollar, eins den Yen, eins irgendeine Aktie
auf verschiedene Zeitfenstern und auch ganz wichtig, verschiedene Strategien. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir den ganzen Markt nach Trends abhandeln, dann haben wir Probleme, wenn wir gerade in einer Seitwärtsbewegung sind. Also wir brauchen da wirklich für jede Marktphase irgendwie eine Strategie, sodass in der Realität haben wir jetzt eine Seitwärtsbewegung, die Trendsysteme verlieren etwas Geld oder verdienen kein Geld und die Systeme, die auf Kontratrends setzen, die verdienen in dem Bereich halt Geld. Was haben wir im Endeffekt dadurch? Eine Glättung im Ergebnis und auch sehr wichtig, es ist für uns einfach psychologisch angenehmer, weil wir wissen, okay, wir machen jetzt keine 10% mehr am Tag, aber es passiert immer was im Depot, weil wir diesen Drang haben. Und wir sehen einfach, dass das Konto halt Stückchen für Stückchen wächst. Wir haben keine Tage mehr, die extrem viel Geld verlieren, aber auch nicht extrem viel Geld gewinnen. Deswegen, wenn wir wirklich viel Geld in die Hand nehmen wollen, das Ganze professionell betreiben möchten, dann sollten wir halt ein Portfolio zusammenstellen. Ein Portfolio, was halt nicht miteinander korreliert. Das ist ganz wichtig. Gut, sind wir schon bei der Fazitfolie. Was kann ich zusammenfassend sagen? Lieblingsmessage ist auf jeden Fall, dass Handelssysteme profitabel sind. Das habe ich selbst gesehen und sehe es halt selbst immer noch, wo ich sie hoffentlich davon überzeugen konnte oder ihnen ein bisschen besseren Einblick geben konnte. Unsere Erwartungen müssen der Realität unbedingt entsprechend, sonst werden wir nie glücklich, wenn wir uns das tollste Handelssystem auf der Welt kaufen und wir dann unglücklich und auch Geld verlieren. Ja, gute Handelssysteme müssen keine 10.000 Euro kosten. 9.000 Euro reichen auch. Nee, Quatsch. Wie gesagt, Qualität bestimmt nicht den Preis, sondern in der mittleren Klasse gibt es wirklich gute Systeme. Da müssen wir jetzt nicht sparen und sagen, ich gebe nur 20 Euro aus, weil wir müssen auch nicht Sparnis 10.000 Euro für ein System ausgeben. Ganz wichtig, Augen auf beim EA-Kauf. Setzen Sie sich mit dem EA auseinander. Nerven Sie den Verkäufer oder wer auch immer Ihnen ein System andrehen möchte und fragen Sie einfach alles Mögliche, was Sie benötigen. Vertrauen Sie nicht nur blind irgendwelche Performance-Kurven, hinterfragen Sie ruhig, wenn der Verkäufer irgendwie nicht antwortet oder Sie merken, naja, irgendwie hat er nicht so wirklich Lust drauf, ich nerv ihn zu sehr, dann können Sie vielleicht den Verkäufer schon mal getrost abhaken. Und ganz wichtig, schauen Sie im Vorfeld, wie es mit Updates aussieht, wie sieht es mit Support aus, Erreichbarkeiten. Erreiche ich jemanden, wenn ich mal gerade eine dringende Frage habe oder muss ich mich mit einem Anrufbeantworter beschäftigen oder ähnliches, ganz wichtig. Ja, deswegen, wenn wir nochmal auf das Titel von heute oder den Titel von heute zurückgehen, sind automatische Handelssysteme nur für Verkäufer profitabel? Frage, Antwort, nein, sind sie nicht. Das ist leider sehr oft der Fall. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen heute die Infos mitgeben konnte, dass Sie ab sofort Ihre Meinung ändern und wissen, okay, vielleicht habe ich in der Vergangenheit selbst Fehler gemacht oder ich bin auf falsche Leute reingefallen, habe mir falsche Sachen angelächelt oder ich hatte einfach falsche Erwartungen in dem Bereich. Also es ist mein Wunsch, dass ich Sie heute davon überzeugen konnte. Ich schaue in der Zeit mal in die Fragenbox, falls Sie noch Fragen haben. Können Sie die sehr gerne jetzt noch stellen? Haben wir noch ein paar Minuten? Also solange die Fragen reinkommen, kann ich Ihnen aber ein paar Dinge von unserer Seite zeigen. Wir haben gerade eine interessante Aktion gemeinsam mit FXWert. Und zwar haben wir für den MetaTrader 5 ein Markttechnik-Add-on entwickelt. Das ist, soweit ich weiß, das erste Add-on, was die Markttechnik betrifft, für den MetaTrader. Da gibt es gerade eine Aktion gemeinsam mit FXWert, wo sie den MTA, die Abkürzung für den markttechnischen Trenderkennungsalgorithmus, günstiger erwerben können. Das heißt, wenn Sie Kunde sind bei FXWert oder jetzt gleich Kunde werden oder demnächst Kunde werden, dann bekommen Sie die Version, die Lifetime-Lizenz für den Kauf günstiger. Das sparen Sie gute 350 Euro. Oder wenn Sie die Version monatlich mieten möchten, dann sparen Sie natürlich auch nochmal 20 Euro und können den MTA dann halt ausschließlich auf Ihrem FXWert-Konto nutzen, aber dafür sparen Sie halt auf jeden Fall eine Menge.
ein Interesse daran besteht, einfach mal auf fxflat.de nachschauen oder bei uns bei AeroCamp oben bei Produkte. Gibt es einige Fragen, die schon beantwortet sind. Wir haben ja auch schon ein Webinar gemeinsam gehalten mit fxflat zu dem Thema. Ist auch verlinkt, auch bei dem auf dem YouTube-Kanal von fxflat oder auch auf der Seite von uns. Dann gucke ich gleich mal zurück in die Fragenbox. Ja, die eine Frage war, was ist mit dem Handelssystem Morning Coffee Trader von AgroCamp passiert? Das ist nicht mehr auf der Website, das ist richtig. Wir haben momentan auf der Webseite nur zwei Handelssysteme. Das ist der FXLand und der Cookie Trader. Der Morning Trader, das war ein Handelssystem für den DAX-CFD. Lief auch im Ninja Trader und im MetaTrader. Der steht nicht mehr zum Verkauf, weil wir die restlichen Lizenzen exklusiv inzwischen einer Vermögensverwaltung verkauft haben. Das heißt, die hatten halt als Bedingung, dass sie das System gerne hätten. Bestandskäufer können das System weiterhin nutzen, aber neue Käufer wollten sie nicht hinzuhaben, weil ja, der DAX ist nicht der volatilste Markt. Da hat man natürlich berechtigt die Angst, dass da zu viele Leute das System kaufen und es irgendwann nicht mehr funktioniert. Deswegen das System, die es haben, die bekommen da natürlich noch Updates und Support, aber aktuell wird das System nicht mehr verkauft, weil es jetzt exklusiv an die Vermögensverwaltung ging. Ja, bei Interesse an weiteren Systemen, wir haben auf der Seite halt nur zwei Systeme gelistet, wir haben intern noch vier andere Systeme, auch für andere Währungspaare. Falls da Interesse besteht, können Sie uns einfach anschreiben und uns, wie Sie ja heute gelernt haben, auch gerne Löcher in Fragen, Bauch fragen. Gut, also wenn noch weitere Fragen da sind, gerne her damit. Ja, ich glaube, da werden jetzt keine weiteren Fragen kommen, so dem Anschein nach. Ach, jetzt kaum habe ich es ausgesprochen, kam jetzt eine Frage. Super. Kann man Ihre Systeme testen? Nein, es gibt keine Testversion bei uns. Die geben wir halt nicht raus. Das Thema hatten wir schon vor circa einem Jahr. Deswegen haben wir gesagt, wir gebinden die Konten und die Systeme an Live-Konten an, die wir halt verifizieren einmal auf Xbook. Und das sollte eigentlich unserer Meinung nach reichen, um das Vertrauen daran zu gewinnen. Wenn irgendwie Kontoauszüge oder so gewünscht, dann können wir natürlich auch noch zuschicken. Aber Testversionen geben wir ja nicht raus. Nicht, weil wir hier zu geizig sind und unbedingt den Verkauf haben wollen, sondern das Problem ist einfach, was wir auch sehr oft gemerkt haben, Leute, die in EA testen, die sie jetzt kostenlos zum Test bekommen haben, die lassen irgendwie ein, zwei Wochen laufen, sehen, okay, verdient ja gar nichts, ist irgendwie doch nicht interessant, schmeißen die das raus und suchen irgendwie weiter nach dem nächsten System. Das heißt, sie haben immer das Problem mit den Erwartungen der Trader. Deswegen Testversionen würde keinem was bringen. Ich kann jetzt keine Testversion rausgeben für 12 Monate oder 6 Monate lang, was ja eigentlich ein Zeitraum ist, um eine EA wirklich gut zu bewerten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, alle Systeme, die wir jetzt entwickeln oder entwickelt haben, an MyFXbook anzuschließen. Und da ist uns jetzt keine Möglichkeit bekannt, irgendwie da zu manipulieren oder irgendwelche falsche Ergebnisse zu veröffentlichen. Das passiert automatisch und ist ja auch verifiziert bei MyFXbook. So, welche VPS-Server-Speicher sind erforderlich? Kommt ganz darauf an, was Sie bedienen möchten. Also wir über AgroCamp vermieten auch Trading-Server, verschiedene Stufen von Light bis zur Ultra-Version. Wenn Sie also zum Beispiel einen Meta-Trader am Laufen haben, den 4 oder 5, und Sie möchten ein, zwei Handelssysteme laufen lassen, dann brauchen Sie da keine Supermaschine, sondern reichen auch irgendwie 2 GB RAM und einigermaßen gute CPU. Von der Festplatte her brauchen Sie vielleicht auch 100, 150 GB. Sie haben ja keine großen Daten. Also das Größte, was Sie benötigen, ist halt Speicherplatz für die historischen Daten und auch für die Logfiles, die Sie ungewollt oder gewollt generieren, wenn Sie zum Beispiel viel backtesten. Also das haben Sie vielleicht auch mal zu Hause gemerkt. Der MetaTrader beim Backtesten, der generiert ziemlich viele und große Logfiles. Aber im Grunde genommen reicht wirklich ein kleiner Server, irgendwie 1-2 GB RAM, wenn Sie nicht auf dem Server jetzt noch YouTube-Filme gucken möchten und irgendwas spielen möchten. Aber dafür sind Sie auch eigentlich gar nicht da.
Deswegen, also bei Interesse an Trading-Servern, einfach auch bei uns auf Produkte, auf Trading-Server gehen, da gibt es nochmal ein paar Informationen dazu. Man könnte die doch sicher zeitlich beschränken. Das ist richtig, man kann sie zeitlich beschränken, aber es würde keinem von uns was bringen. Also wir müssen dann, damit Sie als Käufer oder als Tester eine wirkliche Aussage treffen könnten über das System, müssten wir es halt irgendwie auf 6 Monate lang oder auf 12 Monate lang begrenzen. Also wenn ich Ihnen ein System gebe, 2 Wochen, 4 Wochen Testzeit, dann läuft es bei Ihnen und Sie haben gerade einfach eine normale Drawdown-Phase, weil das System vielleicht nur 1-2 Mal in der Woche handelt, dann haben Sie halt nicht so durchgewonnen. Deswegen geben wir auch keine zeitlich begrenzten Varianten raus. Trading-Server-Kosten. Bei uns kosten die Server 19 Euro im Monat, ohne Vertragsbindung, ohne irgendwelche Haken im Hintergrund. Wir haben hier verschiedene Modelle. Was bei uns noch mit im Angebot ist im Vergleich zu vielen anderen reinen Serververmietungen, ist, dass wir auch noch die Wartung übernehmen. Das heißt, Sie haben hier keine Probleme mit Windows-Updates, Sie müssen sich nicht mit dem technischen unnötigen Kram, sage ich mal, beschäftigen, sondern am Wochenende werden die Server gewartet. Das heißt, es gibt einen Neustart, die Sicherheitsupdates werden eingespielt, es wird geprüft, ob die Festplatte noch ausreichend speichert, ob alles noch okay ist, und Montag ist der Server wieder frisch, beziehungsweise Sonntagabend, und handelt dann halt los. In MyFXbook sind auch viele andere Systeme mit guten Ergebnissen, die auch längere Zeit dort beim FXbook laufen. Ist das denn dort ein Indiz dafür, dass es ein gutes System ist? Nein, leider nicht. Es könnte natürlich sein, dass Sie ein Martingale-System zum Beispiel gesehen haben. Davon gibt es bei MyFXbook leider sehr, sehr viele. Das bedeutet, als Systembetreiber kann man bei MyFXbook halt auch Informationen zum Beispiel verstecken. Das wäre zum Beispiel eine Information, offene Trades. Das heißt, ich zeige Ihnen zum Beispiel nur den Chart oben, wo Sie die Performance-Kurve sehen mit den geschlossenen Trades, aber zum Beispiel die unrealisierten Trades, die behalte ich einfach für mich privat. Das heißt, Sie gucken dann drauf, sehen am Chart, hui, Sie machen ja nur Gewinne, kaum Verluste und denken dann vielleicht, das ist ein profitables System. Das sind so viele, viele Kleinigkeiten, auf die man einfach, wenn man nicht tief in der Materie drinsteckt, nicht achtet. Genauso ist es mit Backtests. Sie haben wahrscheinlich schon tausende von profitablen Backtests gesehen. Achten Sie einfach mal darauf, auf das Volumen, ob das irgendwie immer in Verlustphasen steigt, und achten Sie mal auch auf die grüne Kurve im Performance-Chart. Das ist ja nämlich die unrealisierte Performance-Kurve, die wird oft einfach ignoriert. So, gut, jetzt haben wir alle Fragen durch. Sind da doch noch einige zusammengekommen? Ja, muss ich jetzt immer sagen. Sind keine weiteren Fragen, dann kommen die Fragen rein. Ja. Gut. Prima. Dann, aufgezeichnet ist es. Hat auch soweit funktioniert. Wird dann auch im Laufe der Woche online kommen. Ansonsten, den dritten Teil ist auch schon am 26. Juni. Alle, die heute da anwesend sind, sind auch schon bereits angemeldet für den dritten Teil und auch den vierten Teil. Da brauchen Sie nichts machen. Falls Sie jetzt die Aufzeichnung sehen und noch nicht angemeldet sind, dann können Sie sich gerne noch bei uns auf der Webseite anmelden. Jetzt ist aber noch eine Frage reingekommen an FXSelect, also an mich. Und zwar, können wir mit MetaTrader EAs laufen lassen und gleichzeitig als ChinaTrader nutzen? Also rein technisch könnten Sie das machen. Es wird aber nicht empfohlen, weil für ChinaTrader eine andere Servereinstellung benötigt wird. Und das tatsächlich eine Auswirkung hat auf die Ausführung, wenn Sie das Ganze ganz normal über den MetaTrader laufen lassen, und aber auch, Sie sprechen es auch gerade an, bezüglich Hedging, das wäre dann nicht mehr möglich. Von daher können Sie das im Idealfall nicht nutzen im Zusammenhang. Von daher empfiehlt es sich, wenn Sie ChinaTrader nutzen möchten, dann dafür ein Konto zu haben und für den
Expert Advisor ein zweites Konto einrichten. Das geht ja intern alles reibungslos. Ja, einfach uns kurz morgen benachrichtigen und dann können wir das auch für Sie veranlassen. Prima. Gut, dann David, bedanke ich mich für das heutige Webinar und wünsche dir und natürlich den Teilnehmern auch Ihnen ein Dankeschön, dass Sie bei dem schönen Wetter trotzdem anwesend waren. Wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und freue mich auf den dritten Teil, wie gesagt, am 26. Und bis dahin genießen Sie noch den schönen Abend und passen Sie auf Ihre Trades auf. David, das letzte Wort hast du. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall bei allen Teilnehmern, dass sie eine gute Stunde heute vom schönen Wetter investiert haben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Für uns ist es mal eine Leidenschaft, über das Thema zu sprechen. Wir stecken halt tief in der Materie drin und freuen uns oder hoffen besser gesagt, dass wir da einige nützliche Informationen übermitteln konnten. Wenn noch Fragen offen sind oder irgendwelche Fragen noch nicht beantwortet wurden oder nicht ausreichend beantwortet wurden, wie gesagt, Sie können uns einfach anschreiben, einfach auf algocamp.de gehen, dort das Kontaktformular wählen oder uns eine E-Mail schreiben an mail@algocamp.de oder Sie rufen uns an oder Sie kommen mal vorbei. Genau, ansonsten nochmal vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend und genießen Sie noch etwas die Sonne, bevor sie weg ist und morgen wiederkommt. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.